Ja, die Ferndorfer Feuerwehr, die haben wir eben ein bisschen abgewürgt, ne, weil die Werbung drohte und deshalb dürfen Sie noch mal kurz sagen, wann und wo Sie sich treffen. Ja, wir treffen uns in Ferndorf montags um 19 Uhr. Wenn irgendjemand in die Jugendfeuerwehr möchte, die treffen sich mittwochs immer in Kreuztal um 17 Uhr ab 10 Jahre. Wer Interesse hat, kann gerne kommen. Auf geht's. Und weil die Feuerwehr eben schon mal gerade so schön parat hier steht, dürfen sie auch noch das nächste Lied ansagen. Ja, und jetzt kommt Am I Wrong von Nico und Vince. Das war fantastisch. Gerade siegen die 25 Dörfer Tour, heute live aus dem Kreuztaler Ortsteil Ferndorf. Rüdiger Schlund ist mein Name. Patricia Luther ist die rasende Reporterin der 25 Dörfer Tour. Eben war sie gegenüber des Kirchplatzes, wo wir stehen, im Altenheim. Und jetzt ist sie hinter dem Kirchplatz in der Kirche. Und ich hoffe, ich höre sie jetzt auch. Es ist immer so eine Frage mit dem Funkmikro, ob das rauschfrei ist. Patricia, hörst du mich? Ich höre alles, ich höre euch, ich höre die Musik. Und ich stehe gerade ganz oben bei der beim Herzstück der Kirche, bei der Orgel. Hier ist sogar noch der alte Gottesdienstplan von vor 2 Wochen. Das Eingangslied war da aus meines Herzens Grunde. So, und bei mir steht der Kreiskantor Ulrich Stötzel. Die Orgel, die hier vor uns steht, die ist den Ferndorfern sehr wichtig und die soll für sehr viel Geld renoviert werden, für knapp 200.000 Euro. Was muss denn an der Orgel gemacht werden alles? Also Renovierung ist eigentlich fast schon zu kurz gegriffen. Wir wollen ja hier das Instrument fast sogar in eine gewisse Richtung restaurieren. Also die Orgel ist von 1928 von Walker, eigentlich eine sehr namhafte, renommierte Orgelbaufirma. Und sie ist in der Zwischenzeit, sie war ursprünglich pneumatisch, heute hat sie ein ganz anderes System. Also pneumatisch heißt also auch, dass die ganze technische Anlage, das Anspielen der Pfeifen über Winddruck funktioniert. Und das ist dann irgendwann rausgeflogen. Es gab immer wieder Renovierungen hier an der Orgel und Umarbeitungen. Irgendwo war man mit dem ersten veränderten Zustand dann nicht zufrieden. Und das zog fast alle 10 Jahre wieder größere Maßnahmen nach sich. Und wir haben gesagt, wir haben jetzt die Gelegenheit, einfach mal hier einen Schlusspunkt dieses ewigen Basteln zu setzen und wollen jetzt mal eine vernünftige Lösung anstreben. Und die heißt eigentlich, dass die vielen originalen Pfeifen, die wir in dem Instrument noch haben, Pfeifen, also man kann sagen, aus der Epoche der Spätromantik, dass die wieder auch auf ein Windsystem gesetzt werden, das eigentlich ihnen entspricht. Das heißt, es kommt oder soll wieder eine Pneumatik drunter kommen, also eine Windlade. Windlade ist also quasi dann die Vorrichtung, eine relativ große Fläche, wo eben dann die Pfeifen draufstehen. Und diese Windlade soll wieder pneumatisch angesteuert werden. Jetzt stehen wir hier noch an dem relativ unspektakulär aussehenden Tastenfeld. Das sieht aus wie bei mir zu Hause beim Keyboard. Da vorne, das ist natürlich die ehrwürdige Orgel. Da sind auch noch so 2 niedliche, dicke Engel dran mit Trompeten in der Hand. Also vom Aussehen wollen sie nicht so viel verändern, sondern eher die Technik. Also der Spieltisch ist auch abgängig. Der ist auch schon ein paar Mal wieder überholt worden und immer wieder mit kleinen Maßnahmen funktionstüchtig gehalten worden. Keyboard zu Hause ist eigentlich der richtige Ausdruck. Insofern, weil wir hier auch wirklich Plastiktasten haben. Also alles, was eigentlich zu so einer würdigen Orgel überhaupt nicht passt. Die Schauseite ist im Grunde genommen noch eine historische, sogar aus der Frühromantik. Man sagt in der Fachsprache der Prospekt der Orgel. Und das soll natürlich im Grunde genommen alles erhalten bleiben. Und die kleinen dicken Engel, aus welchem Jahr sind die? Ja, ich denke, aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ja, schick. So soll es sein. Darf ich hier mal kurz ein Tönchen drauf spielen oder ginge das jetzt gar nicht? Wollen Sie selber spielen oder? Ja, so alle meine Entchen kriege ich schon hin. Wenn Sie das wollen. Passen Sie auf. So, jetzt fangen geht's Sie los. Am C, das hätte ich noch gewusst. Genau. So. Mit Variation. Ich bin begeistert. Ich glaube, unsere Organistin, Frau Leusmann, wird Sie bestimmt einladen, das nächste Orgelvorspiel im Gottesdienst hier zu gestalten. Da sage ich nicht nein. Ja, ich hätte den Flohwalzer gekonnt. Ah. Das wäre jetzt ein bisschen qualitativ hochwertiger gewesen, möchte ich jetzt mal sagen. Ja, von da hinten könnte ich das jetzt auch sagen.
Ja, wir werden das noch testen. Allerdings nicht im Radio. Die 25 Dörfertour heute live aus Ferndorf noch bis 18 Uhr. Danke, Patricia, ist in der Kirche, kommt gleich wieder raus. Und die Ferndorfer, da gibt es nicht nur große und kleine, sondern auch relativ ganz kleine. Nämlich der Paul, der ist 4 Jahre alt. Und der Paul möchte gerne seinen Papa grüßen, der noch arbeiten muss. Ihr Papa hat dich lieb. Ja, das lässt sich nicht toppen. Was soll ich noch dazu sagen? Paul, wo ist der Papa denn jetzt? Bei der Arbeit. Wo arbeitet der Papa denn? Im Hotel. Die Mama brüllt nein. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Vielleicht können wir das noch aufklären. Radesiegen hier mit der 25-Dörfer-Tour. Die 25-Dörfer-Tour in Ferndorf. Ja, in Ferndorf gibt es Kartoffeln zum Essen. Also wer Hunger hat, möge doch hier hinkommen. Hier gibt es sehr, sehr leckere Kartoffeln mit ebenso leckerem Dip. Und hier gibt es besonders dicke Kartoffeln und hier gibt es auch Riesenkartoffeln. Mit einer besonderen Riesenkartoffel macht Ferndorf bei einer Aktion mit Katrin Stein vom Heimatverein, dem Verein zur Pflege der Dorfgemeinschaft. Was genau haben Sie vor? Wir sind eingeladen worden zur Ausstellung 200 Jahre Westfalen jetzt. Wir sollten etwas beitragen, was typisch für Ferndorf und einzigartig für Westfalen ist. Dann haben wir kurz nachgedacht und dann sind wir eigentlich ziemlich schnell auf unsere dicken Kartoffeln gekommen. Also das mit dicken Kürbissen, das kenne ich. Ne? Guten Kompost haben, dann wird der Kürbis richtig dick. Was macht man denn, um eine Kartoffel möglichst dick zu bekommen? Oh, das kann ich natürlich nicht verraten. Das sind geheime Zuchtprozesse. Ich kann nur eins versichern, mit Genmanipulation hat das nichts zu tun. Aber das ist Tradition. Wir haben da unsere Spezialrezepte. Wir machen das schon seit über 70 Jahren. Die erste große Kartoffel wurde 1936 in einem Festzug gezeigt. Wie groß ist die denn? Also Sie brauchen auf jeden Fall einen großen Wagen. Ich würde mal schätzen, so mindestens 4 Meter lang. Die sind natürlich jedes Jahr unterschiedlich. So genau kann man das nicht sagen. Ja, also kann man schon sagen, die reicht jetzt für normale Frittenlänge nicht mehr ganz so aus. Ich habe es jetzt gerade akustisch... So eine normale Pommeslänge kriegen Sie da nicht raus? Nein, also das Teil ist 4 Meter lang. Das wiegt mindestens eine Tonne. Das ist so die übliche Größe. Jetzt gibt es ja diesen Spruch, ne? Mit den dicken Kartoffeln und so. Der kommt wahrscheinlich jedes Jahr, den oder? Den kenne ich gar nicht. Okay, was passiert denn dann mit der dicken Kartoffel in Dortmund? Also die haben wir jetzt schon geerntet. Wir mussten den Wachstumsprozess stoppen, die wäre sonst zu groß geworden. Weil die Museumstüren in Dortmund, da findet diese Ausstellung statt, die haben halt nur die normale Breite. Wir können aber die Kartoffel auf dem Schufbock kriegen, weil sie durch die Türe durch. Wir haben natürlich jetzt das Problem, die muss konserviert werden. Denn die tourt jetzt insgesamt 2 Jahre durch Westfalen und die darf natürlich weder schrumpfen noch schimmeln. Ja, jetzt könnte ich wieder nach dem Trick fragen, aber Sie wollen es ja nicht verraten. Nein, kann ich nicht verraten. Eine Sache noch, die hat noch keinen Namen, die Kartoffel. Und den Aufruf zur Namenssuche, den machen wir gleich nach den Nachrichten. Radio Siegen ist hier, die 25-Dörfer-Tour. Die 25-Dörfer-Tour bei Radio Siegen. Präsentiert von den Sparkassen in Siegen-Wittgenstein. Gut für die Region. Heute aus Ferndorf und wir waren eben bei den dicken Kartoffeln stehen geblieben. Katrin Stein vom Heimatverein, dem Verein zur Pflege der Dorfgemeinschaft für die dicke Kartoffel und die Ausstellung. Da wird noch ein Name gesucht. Ja, das Kind hat noch keinen Namen und wir möchten die Hörer von Radio Siegen bitten, uns Vorschläge zu machen. Also Sie müssen sich die Kartoffel so vorstellen, die hat ungefähr einen Umfang von 3 Metern, ist auf einer großen Karre, hat natürlich typisch Ferndorfer Format. Jetzt fehlt, wie gesagt, der passende Name. Sie können uns eine E-Mail an info@ferndorf.de mit Ihrem Vorschlag schicken und wir machen dann eine kleine Verlosung. Der beste Zusender bekommt ein Ferndorf-Shirt. Ich finde das nett, weil Sie haben gesagt, das Kind sucht noch einen Namen. Eine Tonne schwer, 3 Meter lang. Ja, so ein Kind will ich nicht haben. Okay, also nochmal kurz die Adresse, wenn jemand einen Namen loswerden will und eine Idee dafür hat, das war info@ferndorf.de. Radesiegen, die 25-Dörfer-Tour mit Rüdiger Schlund und Patricia Luther. Aus Ferndorf kommt heute die 25-Dörfer-Tour von Radio Siegen. Und bei Ferndorf denkt man natürlich an Handball. Klar, der TuS aufgestiegen zum zweiten Mal in die zweite Liga. Die Saison vor dem jetzigen Aufstieg, das war die erfolgreichste in der Geschichte des TuS, habe ich gehört. Roger Becker, Pressesprecher des TuS. Stimmt doch, oder?
Ja, das ist absolut so und das betrifft nicht nur unsere erste Mannschaft, die wieder in die zweite Bundesliga aufgestiegen ist, sondern die A-Jugend von uns spielt im nächsten Jahr in der Jugendhandball-Bundesliga. Die B-Jugend hat die höchste deutsche Spielklasse, die Oberliga, erreicht. Die Damen sind in die Landesliga aufgestiegen und die zweite Mannschaft, unser Perspektivkader, ist von der Verbandsliga in die Oberliga aufgestiegen und das ist für uns sensationell. Das klingt nach einem sehr, sehr gesunden und sehr, sehr vernünftigen Unterbau mittlerweile. Ja, wir sind seit Jahren ja dabei, ein Konzept zu verfolgen, dass wir die Jungen so ausbilden, dass sie relativ zügig und nahtlos in den Seniorenbereich eingreifen können. Und das hat sich jetzt schon relativ stark ausgezahlt. Wir haben gute Trainer, wir haben ein gutes Team zusammen im Unterbau, der immens wichtig ist für uns. Denn Spieler aus den eigenen Reihen sind für uns sehr, sehr wichtig, denn wir können nicht, wir sind Ferndorf ein kleiner Verein und wir können nicht auf Dauer immer nur Spieler holen von auswärts. Wir müssen uns auch wieder unsere Stärken besinnen. Das ist auch die Jugendarbeit und das zeigt sich jetzt in vielen Mannschaften im letzten Jahr jetzt aus und da sind wir sehr stolz drauf. Die Vorbereitung, die läuft ja bereits und wie die jetzt abläuft, wie dann die konkrete Vorbereitung für diese zweite Handball-Bundesliga und die zweite Spielzeit, die der TuS Ferndorf da erlebt ist, darüber reden wir jetzt gleich. Radio Siegen, die 25-Dörfer-Tour live bis 18 Uhr aus Ferndorf. Olli Mörs, der macht Musik zum Mitsingen. Der TuS Ferndorf, Handball, der hat Handball gespielt, auch zum Mitsingen. Da wurde sehr viel gesungen am 2. Mai beim Heimspiel, als dann letztlich der Aufstieg perfekt gemacht wurde. Roger Becker, Pressesprecher des TuS Ferndorf. Es ist ja nicht die erste Saison, wo dann der TuS Ferndorf in der zweiten Handball-Bundesliga spielen wird. Was ist denn diesmal vielleicht neu an der Vorbereitung gegenüber dem ersten Mal? Anders? Ja, so viel neu ist es nicht, was wir zu bieten haben momentan. Aber natürlich, der Kader ist umgestellt. Wir haben einen kleinen Umbruch wieder mal gehabt, wie in den letzten Jahren. Wir haben viele neue Leute mit in der Vorbereitung, die jetzt schon in der Vorbereitung sind, bis nächste Woche. Dann ist eine kurze Pause und dann geht's in die heiße Phase der Vorbereitung. Und wir hoffen, dass wir dann punktfit sind, wenn es darauf ankommt. Heiße Phase auch deshalb, weil mittlerweile klar und bekannt ist, wann es losgeht, ne? So ist es. Wir wissen mittlerweile genau, wann es losgeht. Das ist wesentlich früher wie im letzten Jahr. Und das bedeutet, am 22. August haben wir das erste Spiel. Ist das gut so mitten im Hochsommer? Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ob es mitten im Hochsommer ist oder mitten im Winter, ist egal. Wir werden fit sein. Wir werden unser Bestes geben. Okay, aber klagen darf man doch ein bisschen. Ein bisschen ja, aber wir haben keinen Grund. Wir haben noch Euphorie in uns drin und die wollen wir mit auf die Platte bringen. Deswegen freuen wir uns auch auf die neue Saison. Okay, das ist dann auch ein Argument, möglichst schnell wieder anzufangen, damit die Euphorie dann vielleicht sich auch noch in möglichst viele Tore dann umbauen lässt. Wunderbar. Mit wem geht's los? Steht das auch schon fest? Jawohl, am 22. August, wie ich eben schon sagte, das Spiel ist ein Auswärtsspiel bei Bayer Dormagen. Und danach die Woche ist das erste Heimspiel in der zweiten Bundesliga gegen die Handballfreunde Springe am 29. August, wahrscheinlich um 19.30 Uhr, ist ein Samstag, Ferndorf gegen Springe bei uns in Kreuzthal in der Sporthalle. Jetzt will ich auch mal ein bisschen provokativ werden. Was tut denn der TuS Ferndorf, damit es nicht läuft wie beim ersten Mal, wo zwar alle gelobt haben und zufrieden waren, aber der Abstieg war ja nicht so wunderschön, das wünscht man sich ja nicht. Und ist mal so gereift so in der Zwischenzeit? Ich denke und ich hoffe, dass wir gereift sind, dass wir aus Fehlern gelernt haben. Aber wir wissen, es wird eine ganz schwere Saison. Wir haben schwere Gegner. Es steigen 5 Mannschaften ab. Das ist auch anders. Und deswegen, wie gesagt, wir geben unser Bestes. Wir trainieren dafür. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, den Abstieg zu verhindern. Das ist und ganz klar unser Ziel. Wichtiger Teil von Ferndorf, der TuS, demnächst Zweithandball-Bundesligist. Radio Siegen, die 25-Dörfer-Tour noch bis 18 Uhr mit Patricia Luther und Rüdiger Schlumpf.